Du willst eure Hochzeit davon abhängig machen, ob ich dir meinen Segen gebe? Mhm. Das glaube ich jetzt nicht. Sorry, ich dachte, du freust dich, wenn ich dir sage, dass ich unsicher bin. Und was ist, wenn ich Nein sage? Hörst du dann auf, Rosalie zu lieben und verliebst dich wieder neu in mich? Nein, man kann Gefühle nicht abschalten, schon klar, aber Rosalie und ich als Ehepaar, das passt einfach nicht. Das fällt dir wirklich früh ein. Deshalb komme ich ja zu dir damit, weil mich deine Meinung interessiert. Meine Meinung als gute Freundin, oder wie? Ja, nein. Weißt du was, Lukas? Warum startest du nicht gleich eine Umfrage unter deinen Kollegen? Wer ist für eure Hochzeit und wer dagegen? Ja, nein, bitte ankreuzen. Du verstehst das völlig falsch. Das Einzige, was ich verstehe, ist, dass du dich mal wieder vor deiner Verantwortung drücken willst, weil du nicht zu deiner Entscheidung stehst. Ist das alles, was dir dazu einfällt? Vorwürfe? Was erwartest du von mir? Schon klar. Hab's kapiert. Ich entspreche mal wieder nicht deinen hohen Ansprüchen. Mein Fehler. Ich weiß gar nicht, was du hast. London ist eine der aufregendsten Städte Europas. Vor allem ist sie weit weg. Das wäre eine einmalige Gelegenheit. Was ist denn dann mit unserer Wohnung? Außerdem hättest du mir wirklich vorher sagen können, dass du mit einer Headhunterin in Kontakt bist. Weißt du, ich freue mich auf diese Wohnung und mit dir zusammenzuziehen und du erzählst mir mal so ganz nebenbei von deinen Auslandsplänen. Ja, das ist dumm gelaufen. Aber es ist ja erstmal nur ein Bewerbungsgespräch. Wir haben wahrscheinlich sowieso jede Menge andere Kandidaten. Nee, so wie diese Valerie Koch. Foster. So wie die gestern drauf war, wollen die dich. Ja, aber was wäre es denn wirklich so schlimm, von hier wegzuziehen? Nö, kein Problem. Ich meine, ich kann ja meine gesamten Zukunftspläne dann in die Tonne kloppen, ne? Hey, Süße. Es ist doch wurscht, wo wir wohnen. Hauptsache, wir sind zusammen. Henrik, ich verstehe dich doch. Das ist eine große Chance für dich. Aber was ist mit mir? Naja, London ist gesteckt voll mit Sternerestaurants. Jemanden mit deinen Referenzen. Du findest damit links einen Job. Aber ich fühle mich hier wohl. Hier sind meine Freunde, meine Eltern. Okay, gut. Dann nehmen wir die Wohnung. Heißt das, du schlägst das Angebot aus? Na, jedes kann ich nicht. Aber wenn ich den Job kriege, dann führen wir einfach eine Wochenendbeziehung. London, München ist doch ein Klacks. Er brütet was aus. Weil er vorhin kurz gehustet hat. Immerhin hatte er ja auch ein paar Mal Fieber die Woche. Du, so wie er bei der Tagesmutter mit den Kindern rumtut, brauchst du dir keine Sorgen machen. Ist schon eingeschlafen. Ich glaube, er träumt. Er lächelt im Schlaf. Oh, dann hat er bestimmt seinen Lieblingstraum. Er sitzt auf der Schaukel und es regnet Gummibärchen. Kind müsste man sein. Ja. Kalte Füße? Sind die Vorboten für eine Erkältung? Und was ist da besonders wichtig? Vitamine. Danke. Toll. Mit dir komme ich immer so schön runter. Fühle mich überhaupt so wohl mit dir. Und Fabian geht's genauso. Was denn? Ich habe nur gerade an Dr. Niederbühl gedacht. Hast du seinen Blick vorhin bemerkt? Total verzweifelt, der hat mir fast leid getan. Und mir ehrlich gesagt auch. Was soll ich denn machen? Auf die Dauer kannst du ihn nicht ignorieren. Aber wenn ich jetzt einen Schritt auf ihn zugehe, dann spielt er sich wieder als Superpapa auf. Er ist halt nun mal Fabiens Vater. Als ich die drei heute Morgen gesehen habe, hat es dir einen Stich versetzt? Es hat mir das Herz zerrissen. Tanja, Nils Heinemann, Fabienne, sie wirkten wie eine Familie.
Dabei sollte ich an Fabians Seite sein. Ich bin sein Vater. Ich möchte mich um meinen Sohn kümmern. Sehen, wie er aufwächst. Ich weiß, die ganze Situation ist nicht leicht für dich. Nicht leicht? Nicht leicht. Ich bin vollkommen ausgeschlossen. Tanja würde am liebsten zwischen Fabian und mir einen Stacheldrahtzaun errichten. Warum versuchst du nicht noch mal in Ruhe mit ihr zu reden? Genauso gut könnte ich einem wilden Stier ins Ohr stechen. Hab Geduld. Du darfst sie auf keinen Fall unter Druck setzen. Irgendwann wird sie auf dich zukommen. Irgendwann. Kann ich dir was Gutes tun? Dich auf andere Gedanken bringen? Charlotte Saalfeld? Ach, Samia. Wie geht es dir denn? Schön, von dir zu hören. Nein, du störst überhaupt nicht. Michael und ich gehen gerade spazieren. Warum? Was ist passiert? Lukas nicht einfach gesagt, dass er Rosalie nicht heiraten soll. Ich liebe ihn doch. Warum nimmt er mich nicht einfach in die Arme und bekennt sich zu mir? Warum hat er nicht den Mut, die Hochzeit von sich aus abzusagen? Dieser Feigling. Trainiert ihr einen Held für seinen neuen Rettungseinsatz? Kennen Sie das Gefühl? Egal, was man tut, man steht hinterher als Depp da. Da kann sie nur um eine Frau gehen. Rosalie Engel oder Sandra Ostermeier? Sollten Sie herausfinden, wie eine Frau tickt, geben Sie mir Bescheid. Was ist denn passiert? Ich weiß es ja auch nicht. Frauen wollen doch immer, dass man über Gefühle spricht. Also, so ganz kann ich Ihnen jetzt noch nicht folgen. Ich habe es andere gesagt, sie braucht mir nur ein Zeichen geben. Ich blase die ganze Hochzeit mit Rosalie ab. Nein. Und darauf hat sie sich nicht eingelassen. Ja. Sie hat mir nur Vorwürfe in den Kopf geworfen. Sie können von Glück reden, dass sie ihn in ihren Kopf nicht abgerissen hat. Also ein bisschen seltsam finde ich ihr Verhalten schon, muss ich sagen. Jetzt weiß ich wenigstens, woran ich bin. Ja, sie macht mir vielleicht Spaß. Sie müssen wissen, wen sie lieben. Das können sie nicht einfach ihrer Ex-Freundin unterjubeln. Ach, wollen Sie mir jetzt die Welt erklären, oder wie? Ziermann gefangen sich auszuheimen. Im Grunde ist es doch ganz einfach. Hätten Sie mit Sandra Ostermeier abgeschlossen, dann hätten Sie das die Frage... Das Thema ist durch. Ich heirate Rosalie Engel. Die macht wenigstens keinen Stress. Wenn Sie glauben, dass das ein langes Eheglück garantiert? Ich würde jetzt gerne in Ruhe weiter trainieren. Danke. Mach ich, Samia. Ich melde mich schnellstmöglich bei euch. Und lass Gregor ganz lieb grüßen. Ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Richtig aus. Bis bald. Lieben Gruß, unbekannterweise. Danke. Ein Notruf von deiner Stiftung? Samia und Gregor, wir haben Probleme im Krankenhaus. Sie wollen einen Erweiterungsbau errichten. Jetzt ist auch noch eine Lieferung mit Material verschwunden. Das ist halt nicht ganz unüblich, ne? Außerdem machen die Behörden Ärger mit den Genehmigungen. Dabei müssen sie dringend vorankommen. Die Kinderstation ist heillos überlaufen. Ja, am besten, Sie schicken eine Liste, was Sie alles brauchen. Dann können wir von hier aus eine Hilfslieferung organisieren. Es ist lieb, dass du mich unterstützen möchtest. Aber am sinnvollsten ist, wenn ich selbst hinfliege. Hältst du das wirklich für notwendig? Ich kenne die Verhältnisse vor Ort am besten. Außerdem kann ich gut mit denen, die was zu entscheiden haben. Und diese Verbindung muss ich nutzen. Verstehe. Guten Tag. Was darf ich Ihnen denn bringen? Einen Tee bitte. Zwei. Zwei Tee? Sehr gern. Ich muss da runter. Was hältst du davon, wenn du mich begleitest?
Ich wollte schon immer mal deine Stiftung sehen. Und dann könnte ich gleich deine Ziehtochter kennenlernen. Und ein bisschen Tapetenwechsel täte dir auch gut. Was meinst du? Ja. Ja. Warum eigentlich nicht?